Wir sind tatsächlich noch zu schwach dafür. Weil dafür sind es einfach zu viele. Wir haben es zwar schon so weit geschafft, aber ich will es jetzt hier nicht herausfordern und es so lange weitermachen, bis zum Erbrechen. Nee, nee. Dann machen wir lieber was anderes erstmal. Wir haben ja noch genug anderes zu tun. Wir haben ja immer wirklich noch genug anderes zu tun. Ich nehme mich natürlich trotzdem. Wir sind da! Geil! Wir sind dabei. Ja, er hat sich gespeichert. Er hat sich ja nicht gespeichert. Oh. Könnte ausflippen. Okay, dafür hat sich schon wieder gelohnt, aber ich könnte ausflippen. Warum speichert er denn sowas nicht, wenn man sowas macht? Oh Mann. Okay. Vorteile. Langsam werde ich einem das echt überdrüssig. So, also das. Und dadurch, dass wir jetzt ja nicht in den Nahkampf gehen, nicht in den Kampf gehen, machen wir jetzt mal hier so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Erhöhte Regenerierung durch aufgesammelte Fetrit um 40%. Das hört sich super an. Erhöht die Autoheilung durch Verletzung. Was? Gibt eine Autoheilung? Kinetisches Schild. Hört sich super an. Elementarschild. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Achso, ey, mach das! Ja. Na komm, so haben wir uns wenigstens ein bisschen auf Konditionen ausgelegt. Ja, das haben wir ja glorreich verkackt. Muss man ja wirklich einfach so sagen. Kopfgeld in der Nähe. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es hier oben ist. Nein, ich komme da nicht rein. Ach komm, stell dich mal nicht so an. Noch ein Obrigkeitswachturm. Ey, die machen doch nur ein Rennen. Entspann dich mal, Obrigkeitswachtung. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter, ohne gleich Schaden zu nehmen? Da sind alle über uns, aber wieso komme ich denn da hin? Nein, 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 nein. Ich würde mal sagen, so. Ja, guck mal, ihr seid einfachere Ziele. Digga! Ist nicht! Das Spiel ist von euch, dass ich mich hier nicht rumschubsen. Und so. Mann! Mechanische Komponenten. Ja, wir könnten mal irgendwann das Auto mal ausbauen, aber wir sind, glaube ich, schon an dem Punkt, wo mehr einfach nicht mehr geht. Ja, da hatten wir noch Datenpads. Ein Konvoi. Komm, weißt du was? Den Konvoi, den machen wir. Den Konvoi, den machen wir. Easy. Müssen wir hin? Nein, den will ich gerade aber nicht. Den will ich gar nicht.
hier nehmen, dafür gleich automatisch. Oh, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Ey, sag mal. Es ist doch nicht so schwer. Ey, das ist ein Navi, ne? Jetzt hat er so, dann hat er so. Was soll denn das? Da kommen wir ständig in Bewegung, aber trotzdem. Was soll das? Den holen wir uns jetzt. Wenigstens den. Das kriegen wir hin. Da. Noch ein Obrigkeitswachturm. Schaden erlitten. Greife wieder an. Jetzt komm ich. Dein Tod. Schaden. Ja, dann komm mal, mein Freund. Komm. Energieschilder erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Zu 90% intakt. Nein, probier es gar nicht erst. Wow. Los, 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 los. Boah, das wäre jetzt schon durch den Sumpf wieder fahren. Gib Gas. Ach komm, der hat doch getroffen. Egal, ich überlege das trotzdem. Schwachstelle ungeschützt. Ja, das sehe ich aber jetzt anders langsam. Ja, ist okay, mein Freund. Lass mich einweisen. Ja, ja, komm. Komm, komm, komm. Normalzustand wiederhergestellt. Ja, schön. Also den Konvoi haben wir schon mal. Systeme regenerieren. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut. Sehr schön. Und der Konvoi ist unser. Geil. Also wenigstens den. Da konnten wir wenigstens ordentlich austeilen. Oh, der wäre schon geil, ne? Ah ja, komm, nee, wir nehmen den hier. Da können wir irgendwann noch weitermachen, aber den nehmen wir zuerst. Okay, den Konvoi haben wir. Jetzt sind wir hier schon wieder, ne? Da kommt ja schon der nächste Konvoi. Da hätten wir eine Obrigkeit und da hätten wir eine Waldsperre. Wenn wir gerade schon hier sind, obwohl... Komm, wenn wir gerade schon hier kurz vor dem Gebiet sind, dann machen wir das Gebiet doch zu Ende. Dann machen wir lieber einfach das Gebiet erstmal zu Ende, dann haben wir es. Hallo. Hier wird es ein bisschen ruhiger.
Nee, ich will deine Aufmerksamkeit nicht. Alles klar. Sag mal. Das Ding hat doch gerade was ganz anderes gezeigt. Was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. Passt mal auf. Die würden wir gerne mal ausprobieren. Wenig Munition. Ziel erreicht. Aber sie haben einen Panzer. Alles klar, los, ab geht's! Nein, seid ihr bereit zu sterben? Hey, bleib doch mal stehen! Okay, Leute, ich komme lang. Oh, das ist eine coole Siedlung. Gleich fliegst du, Baby! So viele! Hi! Außer Reichweite bleiben! Das ist Hexerei! Ja! Und ich bin tot! Scheiße. Ich geh mal kurz außer Reichweite. Sorry, Leute. Uiuiuiui. Ach, guck mal, da unten kann man sehen, wann dann die Regeneration einsetzt oder was. Oh lol. Das ist das erste Mal, dass man die da richtig sieht. Schade. Gerade macht ihm Ernst, weil ich irgendwie gerade hier echt nicht gut performe. Na, komm so. Auf da! Okay, ich bin ja schon da. Und jetzt? Nein. Ist das von euch alles? Ja, kommt doch her. Kommt her, los. Nein. Nein. Scheiße. Und lasst mich raten, er hat nicht gespeichert, was ich am Anfang gemacht habe. Doch, hat er. Sehr schön. Munition aufgebraucht. Ach ja, die sind dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen einfacher. Ja, für euch. Bam! Nee, das wollte ich nicht. Sorry. Tschüss. Oh, jetzt geht's los. Jetzt bin ich doch scheinbar lang ausgewärmt hier. Ausgewärmt, genau. Aufgewärmt.
Oh, nein, 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 nein. Oh, Mann. Vielleicht wie hier, meine Freunde. Hallo? Bleibt die bitte hier? Ihr seid zu schnell tot. Ja, so ist das. Bam! Mal, wo wolltest du denn eigentlich hin, wenn ich fragen darf? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Weglaufen ist nicht. Ist nicht. Ganz einfach. Will it. Classic. Was? Micro Ganoff. Also Mikrowellenfraß. Geil. Geht doch nichts Besseres als Mikrowellenfraß am Ende der Welt. Eigentlich eine geile Siedlung, die sie hier aufgebaut haben. Also die davor, bevor die Goons kamen. Nein, mein Freund. Nein, nein. Nein. Oh, sag mal, verstehst du mich nicht? Nein. Keiner will deinen Schrott haben. Damit wir hier keinen großen Fallschaden erleiden. Irgendwann wird es mich mal interessieren, wenn wir vom hohen Punkt aus runtergehen und dann diese Charge-Attacke machen, also dieses, ne, zertrümmern, ob wir deswegen trotzdem Fallschaden, aber irgendwann dann in der Luft anfängt, Fallschaden zu bekommen, also, ne, wenn du unten aufkommst, auf einmal sie aus der Aktion rausgeht und noch macht und unten aufkommt, oder nicht, das wäre doch eigentlich ganz interessant. So, wir haben hier immer noch ein paar Lagerkisten. Das sieht eigentlich aus, als verspricht das hier alles eine sehr gute Ernte, aber... Ist das ein Konvoi, der hier gerade vorbeigefahren ist? Also ich gehe mal davon aus. Ey, die haben einen Bagger gehabt. Die hatten einen Bagger. Ein Radlader, geil, den können wir sogar mitnehmen. Einfach der Vollständigkeit halber nehme ich den einfach gleich mit. Weil den Panzer haben wir nämlich schon. So, aber ich will die andere Lagerkiste noch haben. Mal, wo ist denn diese scheiß Lagerkiste? Nee, nicht du. Danke. Nein, gerade will ich aber keine Schießerei veranstalten. Sag mal, versteht ihr das nicht? Ja gut, jetzt muss ich langsam sagen, anfangs habe ich gedacht, oh, die Händler, die sind so nervig, die brauche ich alle gar nicht, oder diese fahrenden Händler, aber jetzt, vor allem in den letzten 2 Folgen, habe ich es auf jeden Fall gemerkt, wir brauchen die Händler. Uns fehlt hier tatsächlich immer noch eine Lagerkiste. Und ich würde gerne mal wissen, wo die ist. Wo hat die sich versteckt? Hat das Ding gerade Geräusche von sich gegeben? So ein... Oder habe ich das gerade nur falsch wahrgenommen? Oh, I don't know. Danke. Wenn wir die gerade schon alle so Wonderbest einsammeln, dann können wir die auch bestimmt gleich mal nutzen. Die Zielsucher sind halt schon der Wahnsinn, ne? Und das hier auch. Im Brand gesteckte Ziele brennen länger. Yo.
Dann können wir doch gleich die ganzen Sachen hier mal freischalten. Hier haben wir alles schon, hier noch nicht. Gut, die nutzen wir so selten, muss ich tatsächlich zugeben. Obwohl, die ist bestimmt nicht schlecht, aber ich nutze sie halt nicht, weil, weiß ich nicht, das ist halt nur eine Pistole. Wahrscheinlich wird die uns irgendwann noch den Arsch retten, aber naja. Ja. So, wo ist denn eigentlich jetzt die letzte Kiste hier? Ich würde gerne wieder abzischen, aber... Da, kann noch nicht wahr sein. Jetzt trödeln wir eigentlich hier voll rum, weil wir diese letzte scheiß Kiste suchen. Wir hätten schon viel weiter sein können. Ich wette, ihr habt die schon längst gesehen. Ich bin einfach gerade viel zu doof. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Radlader. Wo wäre denn die nächste Siedlung? Ach, guck mal, hier haben wir doch. Da, ja, da ist die nächste Siedlung. Da wollen wir hin. Nur. Ein Radlader, ey. Das ist der Wahnsinn. Wer kommt auch auf die Idee, einen Radlader sich zu holen? Also, ja, Ziel zu fahren in Apokalypse. Ein Radlader, ein scheiß Bagger. Lol, ein Radlader mit Turbo, wenn ich bin da. Also so viel Zeit muss ja sein. Geil. Los, Radlader, Turbo aktivieren. Mal schauen, ich kann ja da mal mit den ganzen Leuten hier mal reden. Ich war ja schon länger nicht mehr in Gun Barrel. Ja, da haben wir einen Radlader. Gucken, wo ist er denn? Da. Ein unverwüstlicher Radlader. Nicht mal die Apokalypse konnte diesem fantastischen Fahrzeug etwas anhaben. Sie kommen bei Bauarbeiten, bei Bergbau, bei den Leichen, bei der Leichenentsorgung und vielen anderen Aufgaben zum Einsatz, die im Ödland so anfallen. Langsam, aber mit ordentlich Power. Richtig. Und uns beschert es natürlich gleich um einiges mehr an Punkten. So. Hola. Dynamit-Ditas-Detonatoren. Alles klar, machen wir. Der Ranger. Und? Ist auf der Farm alles wieder unter Kontrolle? Sie ist wieder sicher. Ich hoffe, Sie haben keine Verhaftungen erwartet. Nein, Banditen werden nicht verhaftet. Gute Arbeit, Wineländer. Wir sehen uns. Ach ja, wir kommen ja aus Wineland, deswegen ja, Wineländer. Ja, okay. Hallöchen. Hereinspaziert, hier wartet das Angebot. Hallöchen, willkommen zurück bei Punchies. Ich brauche immer noch dieses Scheiß. Was haben wir denn hier? Upgrade-Bauplan für Granaten. Nehmen wir das alles mal mit, weil wir brauchen es ja auch. Wir sehen uns. Jo, wir sehen uns. Konnten wir die nicht mal bauen jetzt endlich hier? Warte mal. Inventar. Gesundheit. Wir haben 4 Stück. Das ist nicht dein Ernst. Du erleidest 75% weniger Schaden, während die Gesundheitsinfusion aktiviert ist. Oh. Geschosse der Drohnen verursachen 50% mehr Schaden und die Feuerrate ist unsere. Oh. Explodiert sie in einen glühenden heißen Feuerball. Hey. Geil. Yo. Yo. Was geht?
Ich kann nicht ertragen, dass dieser Riesenmutant noch da draußen rumläuft und tötet. Jemand muss ihn stoppen. Für immer. Luck ist tot. Ich dachte, du solltest es wissen. Tot? Ich kann's nicht glauben. Ich habe leider nichts anzubieten, außer meinen Dank. Wir sind viel zu gutmütig. Aber das ist okay. Wen haben wir denn noch hier? Irgendjemand, mit dem wir quatschen können? Ja, hier. Hey, Kollege. Mein alter Handelsposten ist unter einer eingekrachten Brücke. Ich vermisse ihn. Mit jeder Faser meines Körpers. Bin da gewesen. Ist echt schön dort, jetzt wo die Goons alle tot sind. Das ist die beste Nachricht seit langem. Keine Ahnung, ob du wirklich einer bist. Aber für mich bist du wie ein Ranger von damals. Tja, mein lieber Spargel-Jim, dann... viel Spaß. Bei deinem Handelsposten. Hast du diesen Raffineriedieben schon ein paar Manieren beigebracht? Den Rauch kannst du von hier aus sehen. Sehr gut. Klatsch dem netten Ranger Applaus, Patsy. Ich muss jetzt den Wiederaufbau planen. Wird eine Menge Arbeit. Entschuldige mich. Wow, jetzt sehe ich das gerade erst. Wir kriegen ja Geld. Ein gutes Gefühl hier. Du auch, Patsy? Patsy? Noch irgendwer, mit dem wir quatschen können? Nee, ne? Ich würde gerne einmal kurz runter in unseren Geheimbunker, bla, ihr wisst schon. Und einfach mal kurz schauen, ob wir da was einsammeln können. Oh! Na, abkommen. Hey. Ja. Hast du schon das große Schlachthaus gefunden? Die Mutanten umgenietet? Ich habe mich ihrer angenommen und dein Zeug gefunden. Sie kommen wieder. Immer. Wie die Schaben. Behalt das Zeug. Ich brauch's nicht. Nur den Fusel. Schade, okay, von denen haben wir jetzt nichts bekommen. Verarsch mich nicht, Kumpel. Ich weiß einen Scheiß, okay? Was willst du, ha? Was? Nein, okay. Ich gehe ja schon. Ranger? Yo, John, was geht? Gucken, ob wir irgendwas so viel einzusammeln haben. Das wäre ja ganz cool. Nee, ne? Also nix, was wir einsammeln könnten. Bleib am Leben, in Ordnung? Digga, du bist oben. Wie kannst du Bleib hier mit... Bleib am Leben, in Ordnung? Alter. Bleib am Leben, in Ordnung? Entspann dich doch mal. Ah, schade. Ich hätte gedacht, wir können jetzt hier nochmal irgendwas einsammeln, aber... Ja. Ranger? Ja. Na gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Bleib wachsam da draußen. Hey, entspann dich mal jetzt. Hey. Oh, was haben wir hier? Fantastische Funde 1. Sei gegrüßt, werter Leser. Ich bin es, Ransack Tumbledown, Sammler alter und seltener Kuriositäten. Willkommen in meiner ersten Tagebuchveröffentlichung Fantastische Funde. In diesem Werk erzähle ich, wie ich den vermutlich ersten Prototypen des Wingsticks fand, der berüchtigsten Waffe im gesamten Ödland. Ihr Schöpfer war Christopher Wing, ein Genie aus der Zeit von Apophis. Die Waffe war so effektiv, dass sie ihren Erfinder bei einem Testlauf enthauptete. Finde ich gut. Naja gut, so ist das halt manchmal, ne? Gucken. Wenn sie hier gerade so nett stehen. Nicht zum Einlagern? Schade, nicht zum Einlagern. Okay.
Also, was wollen wir denn als nächstes machen? Wir hatten hier noch... Oh ja, komm, wir machen den jetzt einfach mal schnell. Also da hätte er ruhig wenigstens ein bisschen mit dem Lenkrad spielen können, wenn wir hier schon die Gegend fahren.